Herzlich willkommen wieder mal in der Gleiswüste. Nachdem wir im letzten Teil die Bahnsteigunterführungen, zumindest die Treppenabgänge, dazu gebastelt haben, gehen wir heute mal an die Oberflächen der Bahnsteige. Die Unterkonstruktion besteht ja aus 6 mm Styrodur, wer die letzten Videos gesehen hat, weiß das. Ansonsten bitte nochmal Teil 1 von den drei Bahnsteigtreppen-Videos anschauen. Wenn ich heute ein bisschen unfit klinge, das liegt daran, dass ich gerade vom Sonntagsbraten essen komme. Also das ist vielleicht in 10 Minuten oder in einer Stunde weg. Da wird nochmal die Konstruktion der Bahnsteige im Detail erklärt. Momentan schaut es so aus. Ich habe ja lange Bahnsteige. Deswegen heißt es auch Gleichwüste. Ich habe sonst wenig Platz, irgendwas anderes groß zu zeigen. Und somit werden die Bahnsteige eigentlich das prägende Element. Heißt, die dürfen nicht zu langweilig sein, die sollen aber auch irgendwie nicht zu verspielt sein. Dann müssen sie ein bisschen Abwechslung bieten, aber nicht zu viel. Farblich sollen sie dezent bleiben. Wie immer halt auf der Wüste, keine Experimente, keine Niedlichkeiten, kein Schnickschnack, kein Nippes, einfach nur banalstmöglicher Alltag. Ja, genug geschwafelt. Ich habe drei Oberflächen. Das eine ist Asphalt, das andere sind normale, zeigt sich immer ein bisschen genauer. Das sind Verlegeplatten von CH Design. Schönes Material, muss man sagen. Dann die üblichen, man ist hier schon ein bisschen vorbereitet, da wo die kaputt gegangen sind und man mit Asphalt das entsprechend ein bisschen flickt und ausbessert. Dann schaut es hier jetzt einfach nur mal so aus, das ist die Unterfütterung, dass ich auf meine normale Höhe komme. Da kommt später noch eine Lage Styrodur drauf, wie sie hier schon zu sehen ist. Das ist eine von den Testplatten, da ist der Asphalt noch deutlich zu dunkel. Der Rest ist Beton mit diversen Rissen und Schrunden und schon einer nachgebesserten Kante. Die ist auch nichts, weil die ist zu ungleichmäßig, da das Abdeckband nicht funktioniert. So schaut eine Belagsplatte oder so ein Streifen aus, wenn die Risse soweit schon mal fertig sind. Das ist eine endgültige Variante vor der Festklebung. Übergänge habe ich noch nicht gemacht, damit man die von der Farbe her nicht so sieht. Hier ist auch schon die endgültige Variante zu sehen. Und am Bahnsteigende, das gefällt mir besonders gut, da wurde schon lang nichts mehr getan, wurde schon lang nichts mehr gepflegt. Da geht es dann über in einen wirklich schon ziemlich abgeranzten Bereich mit Ausbrüchen, mit Vertiefungen, wo sich der Dreck dann sammelt. Da kommt dann zusätzlich auch noch ein bisschen Unkraut, Gras, Bodenbewuchs, Moose drauf, ein bisschen Schotter kommt noch drauf, erdreich. Und hier zum Ende zu, da hat der Zahn der Zeit wirklich schon mächtig dran genagt. Ja. Jetzt habt ihr schon mal die unterschiedlichen Stufen gesehen. Was noch fehlt, ist das endgültige Washing. Das bringe ich dann aber ganz am Schluss auf, damit das einheitlich wird. Und die Stufen, wie man jetzt von da bis hin zu sowas kommen, die seht ihr jetzt im nächsten Video. Vielleicht werden es auch zwei oder wieder drei. Weiter geht's am Arbeitstisch. Der nächste Styrodurabschnitt liegt hier zur Bearbeitung. Ihr habt es ja im Video schon gesehen. Wir brauchen Risse. Und da habe ich schon einiges ausprobiert. Das Übliche ist, man sieht es oft, dass irgendwas geritzt wird. Das ist jetzt nicht so, wie ich mir das vorstelle. Da sind die Geschmäcker ja verschieden. Aber die Lösung ist eigentlich relativ einfach. Risse kommt ja von Reißen. Also, dankbares Material hier, dieses Styrodur. Dann reiße ich jetzt meine Risse ins Styrodur und muss auch danach noch versuchen, in diese Risse Farbe reinzubekommen.
weil die Risse ja wirklich hier sehr, sehr ja, dünn filigran sind. Sieht man es hier vielleicht ganz gut. Wenn ich da jetzt nur auf die Grundfarbe, auf den Beton mit einem Washing reingehe, drüber gehe, dann sieht man da überhaupt nichts, weil das Washing ja relativ verdünnt ist, damit es nicht zu dunkel wird. Und die Risse, das ist denen wurscht. Also muss man jetzt Risse machen und die Risse ein bisschen vorfärben, bevor wir die Grundfarbe drauf tun können und dann ganz zum Schluss mit dem Washing kommen. So, es ist ja oft so, dass solche Risse, wenn der Baumeister auf den Fugen verzichtet hat, in der Mitte von entsprechenden Betonfeldern auftreten. Und das mache ich jetzt hier so ein bisschen daran angelehnt, wie auf den anderen Styrodurabschnitten auch. Dann nehme ich ganz grob mal die Mitte. Hier seht ihr, das U steht für unten, damit ich nicht irgendwie mir hier die Arbeit mache und dann feststelle, dass ich die falsche Seite bearbeitet habe. Und versuche leicht das schon mal ein bisschen an zu zeichnen, anzureißen auch, weil das Styrodur auf der ganzen Stärke zu reißen führt, das ist auch schön, eher zu so ungleichmäßigen Rissbildungen. Das hat man selber gar nicht so im Griff, das macht das Material, wie es möchte, um so ein bisschen einen länglichen, homogeneren, gleichmäßigen Riss hinzubekommen. Bietet sich's an, die Unterseite ganz leicht dann mit dem Cuttermesser ein bisschen an zu schneiden, dann wird der Riss wesentlich sauberer, gerader. Dann nehme ich hier mal ungefähr die Hälfte und dann gehe ich nur mit dem Eigengewicht vom Cuttermesser, gehe ich hier mal freihand, ein bisschen rechts, ein bisschen links, wirklich nur mit dem Eigengewicht mal absetzen ein Stück, wie gesagt, der Riss soll nicht ganz durchgehen, gehe ich hier über meine Markierung mal drüber. Und dann, man sieht es hier schon, so eine Möchtegern-Kante, ziehe ich es leicht auseinander. Und im Unterschied, wenn ich es jetzt geschnitten hätte, hätte ich ja eine gerade Kante, die keine Ausrisse oder keine ungleichmäßigen Formen mir hier geboten hätte. Hier sieht man es offensichtlich, der Schnitt auf der Rückseite vorbei. Hier wird es dann gleich ein bisschen ungleichmäßiger. Da habe ich ihn wieder gefunden. Hier hatte ich, glaube ich, irgendwo mal abgesetzt. Schauen wir mal nach. Jawohl, hier geht es dann weiter. So, und dann habe ich hier schon zwei schöne, leicht ungleichmäßige Risse auf der Oberseite. Dann, das ja schon gesehen bei dem anderen, die Risse bilden sich manchmal ja auch dann 90 Grad zum Hauptriss. Das mache ich einfach hier mal so, freie Schnauze, ein bisschen den kürzeren, ein bisschen den längeren. Nächster Schritt ist dann die Farbgebung in die Risse rein. Das mache ich erstmal von der Unterseite. Da kann ich, ohne dass ich zu viel von dem dunklen Washing auf die Oberseite kriege, kann ich schon mal die Risse bis in die Tiefe mit einem etwas kräftigeren Wasch dann versehen. Jetzt muss ich bloß kurz Pause machen und mein Washing suchen, beziehungsweise neues anmischen. Bitte um Nachsicht für die schlechte Arbeitsvorbereitung. Washing steht mittlerweile bereit. Ich nehme für die Risse ein bisschen an bräunlicheren Ton. Nehmen wir mal 3 Tropfen Schwarz. Und dann habe ich hier diese Zementbraun
Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Tropfen braun. Mathematiker können sich jetzt das Mischungsverhältnis ausrechnen, wenn sie wollen. Dazu ein bisschen, aber nicht zu viel Wasser. Wir wollen ja da Risse, Fugen etwas kräftiger anlegen. Schauen wir mal, das ist noch ein bisschen zu kräftig. So kräftig brauchen wir es nicht. Gut. Unten, wir sind auf der richtigen Seite. Wie gesagt, wir setzen die Risse ja mal von unten an. Dazu nehme ich sie so ein bisschen auseinander und gebe da einfach jetzt mal auf in den Riss Farbe rein. Muss ich jetzt nicht sonderlich aufpassen. Schaue ich einfach nur, dass das nicht zu viel, nicht zu wenig ist. Wenn es dann wie hier doch mal irgendwie ein bisschen drüber geht, ist auch kein Problem. Das kann ich nachher beim Färben mit der Grundfarbe ein bisschen ausgleichen. Ja, schaut gut aus. Jetzt hat sich ergeben hier, dass so ein Hauch Styrodur einfach stehen geblieben ist. Das reiße ich jetzt einfach ab. Da wird sich dann im finalen Washing auch noch ein bisschen Farbe drin festsetzen. Hier ist dadurch ein bisschen eine Lücke entstanden. Ist auch schon weg. Ja, und schon haben wir erstmal schön vor- und durchgefärbte Rissbildung hier im Betonbahnsteig. Die Risse sind jetzt soweit durchgetrocknet. Jetzt geben wir mal eine erste Schicht von dieser Betongrundfarbe drauf. Keine Ahnung, ob ich schon gesagt habe. Wenn nicht, verzeiht mir die Wiederholung, aber in diese Betongrundfarbe habe ich vom Pollack einen hellgrau-braunen Staub mit reingemischt. Das gibt dann später, wenn man es auch noch ein bisschen mit dem trockenen Borstenpinsel abreibt, so eine schöne Struktur und sorgt auch dafür, dass das Washing, das später noch drauf kommt, besser hängen bleibt und auch für eine bisschen gleichmäßigere Verteilung des Washings. Dann wird es in Abhängigkeit vom Pinselaufdruck nicht so ja, gescheckert, unsauber und ja, nicht so vorbildnah, wie wenn ich jetzt da ein bisschen Staub reinmache. Ich habe hier einen relativ weichen, breiten Pinsel und fange jetzt einfach hier mal an. Ganz spannend. Keine Sorge, ich mache dann im Videoschnitt einen Schnellvorlauf, damit es nicht so ödend ist. Wer mag, kann mir gern im Forum eine Nachricht schicken. Dem schicke ich dann das Video in voller Länge zu, zum Einschlafen oder was auch immer, zur Beruhigung zugucken. Lange Rede, trocknen.